Hi, herzlich willkommen zu diesem kurzen KGR-Rückblick. Am Freitagabend war die KGR-Sitzung und ich erzähle euch kurz, was passiert ist. Es ging los mit einem Impuls, ging darum, dass um dieses Lied Beedo My Vision, wo es darum geht, dass Gott all die Wesen, die er geschaffen hat, im Blick hat, dass durch sein Wort irgendwie Kraft und Ermutigung kommt und dass wir so viel Gnade überall erleben dürfen. Und es sollte einfach eine Ermutigung sein für diese Zeit, in der wir jetzt gerade leben, dass wir nicht vergessen werden von Gott, dass Gott uns im Blick hat, dass er versorgt und dass er auch immer wieder gute Dinge schenkt, für die wir richtig dankbar sein können. Wir haben dann so über Aktuelles aus der Gemeinde geredet, da ging es um das Hoffnungsfest. Ich hoffe, ihr habt ein paar von den Vlogs angeguckt und habt es mitbekommen. Da haben wir einen kurzen Rückblick gemacht, gab viel positives Feedback. Dann ging es um die Kinderbibeltage, auch die waren richtig cool. Die waren kurz vor dem Hoffnungsfest auch in einer ganz ähnlichen Location. Und dann ging es auch noch um den freiwilligen Gemeindebeitrag. Da kam ein bisschen wenig Resonanz dieses Jahr. Liegt wahrscheinlich daran, dass es einfach nur ein Flyer war, also kein Anschreiben dabei war. Genau. Genau. Auch die Mitarbeitergeschenke waren noch sowas, was wir da kurz besprochen haben. Wie der Stand der Dinge ist, was man noch machen muss. Und was die Mitarbeitergeschenke sind, verrate ich jetzt an der Stelle natürlich noch nicht. Aber wenn ihr irgendwo mitarbeitet in der Kirchengemeinde, dann könnt ihr euch darauf freuen, dass es da bald eine coole Kleinigkeit gibt. Dann haben wir uns mit unserem Schwerpunktthema auseinandergesetzt. Das Schwerpunktthema war Gottesdienste, wie so oft in diesem Jahr, was auch was Schönes ist. Hängt aber auch wieder damit zusammen, dass einerseits jetzt Weihnachten schon vor der Tür steht und andererseits so die ganze Pandemielage halt immer noch unübersichtlich ist und sich gerade wieder viel verändert. Der Stand jetzt ist so, dass wir ja jetzt schon hier, also die Landeskirche hat wieder neue Verordnungen erlassen, hat da wieder Sachen angepasst an die aktuelle Lage. Und jetzt sind die Inzidenzen spielen jetzt wieder eine Rolle. Das heißt nicht nur Alarmstufe und sowas, sondern auch die Inzidenzen. Und da ist es so, dass wenn wir über 500 im Landkreis sind, wieder neue Regelungen in Kraft treten. Und dazu gehört, dass vermutlich alle, die am Gottesdienst teilnehmen, sich testen lassen müssen. Also alle bedeutet auch Geimpfte und Genesene. Da muss man das gerade noch kurz klären. Aber auf jeden Fall wird es 3G auf jeden Fall geben und vielleicht sogar dieses 3G Plus in Anführungszeichen. Dazu werdet ihr aber in der Infomail noch mehr Infos bekommen. Wenn ihr die Infomail noch nicht bekommt, dann geht auf die Website, geht dort auf Aktuelles und dort gibt es wichtige Infos bekommen, so ein Menüpunkt, und da könnt ihr euch zur Infomail auch anmelden, weil da kriegt ihr immer wirklich die Infos, wenn ihr sie braucht. Genau, dann Weihnachtsgottesdienste kann man natürlich dann jetzt noch nicht viel planen, das ist klar, deswegen den Punkt hatten wir drin, haben aber eigentlich wenig drüber geredet. Der Wunsch ist da, dass wir Gottesdienste irgendwie präsent machen können. Es wird auf jeden Fall irgendwas online geben. Alles andere ist noch offen. Auch der Silvestergottesdienst ist die Frage, wie der funktioniert. Da wird der KGR wahrscheinlich sich engagieren für diesen Gottesdienst. Also die Leute vom KGR werden mitarbeiten. Aber wie und in welcher Form ist auch noch offen. Dann haben wir noch über dieses neue Format, die Kontaktgottesdienste, geredet. Das ist jetzt mal eine Testphase, auch der Name ist jetzt mal für diese Testphase. Was der aber ausdrücken soll, ist, es soll Gottesdienste geben, in denen die Möglichkeit besteht, Kontakt zueinander vor Ort in der Gemeinde zu halten, Kontakt in der Gesamtkirchengemeinde und vor allem Kontakt zu Jesus zu halten auf einer regelmäßigen, kontinuierlichen Basis. Und die Idee hinter diesen Kontaktgottesdiensten ist die, es gibt in unserer Gesamtkirchengemeinde 4 Predigtorte. Und wenn man jetzt immer überlegt, wer macht wann Gottesdienst, dann ist immer irgendjemand benachteiligt und es ist immer so, an einem Ort kann es mehr stattfinden, da weniger, und es ist irgendwie alles ein bisschen okay, aber nicht so super. Und viel schöner wäre es ja, wenn man regelmäßig an allen Orten Gottesdienste feiern könnte und wenn die Form von den Gottesdiensten auch immer den Gebäuden und auch den Personen, die bei diesen Gottesdiensten vor allem sind, entspricht. Deswegen Kontaktgottesdienste. An einem Ort wird ein Gottesdienst ganz normal gefeiert mit Livestream, das heißt, die Predigt wird gestreamt. An den 3 anderen Predigtorten findet zeitgleich auch ein Gottesdienst statt und die Predigt von diesem einen Gottesdienst wird in allen 3 anderen Gemeinden gezeigt. Aber alles andere vom Gottesdienst, wir nennen das zurzeit das Rahmenprogramm, aber es ist natürlich mehr als ein Rahmenprogramm, wird vor Ort vorbereitet. Das heißt, wenn zum Beispiel in Endingen ein SOZ-Gottesdienst stattfindet, wird die Predigt von dort gestreamt, dann ist einfach der Inhalt der Predigt das, was halt im SOZ-Gottesdienst dran ist an diesem Tag. Wenn wir jetzt in Schönberg sagen, wir machen da den Kontaktgottesdienst, dann können wir für dort
eine Form von Gottesdienst machen, wie wir es dort uns wünschen. Das wäre jetzt zum Beispiel mit einer Lobpreisband, mit einer Moderation, die durch den Gottesdienst führt, die die Gebete macht, die den Segen macht. Und das ist quasi das Rahmenprogramm und die Predigt kommt aus Ending. In Erzingen können gleichzeitig Leute sagen, hey, wir möchten einen Gottesdienst, wo die Orgel spielt, wo es eine Schriftlesung gibt und wo die Fürbitten besonders poetisch formuliert sind zum Beispiel. Ist nur ein Beispiel. Und dann kann das Team in Erzingen dort das Rahmenprogramm machen, das Team in Schönberg das Rahmenprogramm und die Predigt kommt aus Ending für beide Orte. In Täbingen können die sagen, hey, wir wollen mit dem Posaunenchor was machen und dann spielt der Posaunenchor und die Predigt kommt aus Ending. Das heißt, wir haben hier die Chance, als Gesamtkirchengemeinde was gemeinsam zu machen. Wir können individuelle Schwerpunkte setzen auf das, wie die Form vom Gottesdienst ist und wir sind trotzdem verbunden und die Chance dahinter ist, umso mehr Leute sich engagieren, umso öfters könnten wir das dann theoretisch auch machen. Das bedeutet, dass eine Kirchengemeinde zum Beispiel sagen kann, hey, uns ist es wichtig, dass an dem Ort jede Woche Gottesdienst ist. Wir haben nicht genügend Pfarrer dafür, aber durch diese Form könnten wir das umsetzen. Das sind so die Gedanken dahinter. Und was noch dazu kommt ist, wir erleben das ja, dass es richtig schön ist, wenn sich viele Leute einbringen. Und bei den Eins-Gottesdiensten bringen sich auch viele Leute ein. Gleichzeitig ist es aber so, dass wenn wir den ganzen Gottesdienst streamen, manchmal die Hemmschwelle ja auch ein bisschen höher ist. Weil wenn man dann zum Beispiel Musik macht, dann ist halt direkt bei YouTube. Und das ist meistens nicht schlimm, weil alle das eigentlich immer gut machen. Aber für manche ist halt dann eine höhere Hemmschwelle. Wenn man jetzt einen Gottesdienst hat, wo das Rahmenprogramm nicht gestreamt wird, dann kann man sich da vielleicht auch einfach mal ausprobieren. Kann da mal spielen und wenn man dann merkt, hey, das klappt voll gut, das ist gar kein Problem, kann man auch im Eins-Gottesdienst spielen. Deswegen, das ist richtig cool, dass wir verschiedene Formen machen können, dass man mit Teams hier zusammenarbeiten kann, dass man gemeinsam diese Gottesdienste entwickeln kann. Und deswegen freue ich mich auch auf dieses Format und bin gespannt, was unsere Testphase so hergibt. Die Streams von den Predigten werden natürlich durchwechseln, also es wird dann von jeder Gemeinde auch mal die Predigt in die anderen Orte übertragen und immer das, was immer dieses Thema, welches an dem Tag dran wäre, also beim Eins-Gottesdienst halt das Eins-Gottesdienst-Thema, kommt dann auch in den anderen Kontakt-Gottesdienst-Orten. Weil es ein bisschen viel Text, aber das Thema begeistert mich, das finde ich cool, das finde ich richtig guten Schritt und wir sind einfach gespannt, was diese Testphase hergibt. Dann ging es um verschiedene Themen von der Kirchenpflege. Da war der Eckhard Hameister da von der Kirchenpflege, unser Kirchenpfleger. Und da ging es um verschiedene Sachen. Zum Beispiel musste ein Opfer nachbeschlossen werden. Dann ging es um die Frage, so verschiedene Gruppen und Kreise und auch teilweise Vereine, die gar nicht jetzt zur Kirchengemeinde gehören, bekommen jährlich so ein bisschen Geld für das, was sie machen. Und die Vereine, die nicht zur Kirchengemeinde gehören, bekommen das deswegen, weil die sich auf regelmäßige Basis einbringen. Da war einfach die Frage, letztes Jahr wegen Corona ist ganz viel ausgefallen, hat man das Geld teilweise nicht ausbezahlt. Und jetzt ging es darum, wie macht man dieses Jahr. Aber wir werden das Geld auf jeden Fall den Vereinen zur Verfügung stellen, wie sonst auch. Und freuen uns da auch auf die weitere Zusammenarbeit. Dann ging es noch um das Thema Arbeitssicherheit. Wir werden in nächster Zeit mehr Ersthelfer brauchen, auch mehr Brandschutzbeauftragte. Und da geht es einfach mal darum, dass man sich überlegt, in welche Struktur bilden wir das ab. Und da werden wir wahrscheinlich die Struktur nehmen, die wir eh schon haben. Und dann wird es vielleicht mal einen Ersthelferkurs geben bei uns in der Gemeinde, vielleicht so nächstes Frühjahr. Und da dürft ihr dann alle gerne mitmachen. Ist ja auch gut, wenn man weiß, was man machen muss, falls mal tatsächlich was passiert. Dann gibt es vom Kindergarten in Erzing ein paar Neuigkeiten. Es ist ja so, dass dort immer noch zu wenig Personal vorhanden ist. Also wenn ihr dort arbeiten wollt, dann bewerbt euch. Wenn ihr jemand wisst, der sucht, dann sagt das gerne weiter. Wir freuen uns da über jede Bewerbung und auch vor allem dann, wenn es gut passt und sich jemand findet. Weil das aber auch nicht nur da im Kindergarten schwierig ist, sondern auch in anderen, gibt es jetzt das PIA-Programm, wo wir einsteigen wollen. Das bedeutet, das ist eine Erzieherin- oder Erzieherausbildung, wo man eben schon im Betrieb arbeitet, auch bezahlt wird und deswegen ist es vielleicht für manche attraktiver und wir können dann so hoffentlich auch mehr Erzieherinnen gewinnen für die Kindergärten und Erzieher auch. Außerdem haben wir noch die Opferprojekte von der Landeskirche beschlossen, also es gibt da immer so zwei Projekte, wo man sagt, an diese Missionsprojekte opfern wir in dem Jahr und für 2022 haben wir uns dafür das Kinderwerk Lima entschieden.
und dann noch für ein Projekt vom DFEM. Bei diesem Projekt geht es darum, dass Mütter und Kinder in verschiedenen afrikanischen Ländern unterstützt werden. Dann ging es noch um die Darlehen. Die Darlehen von der Erweiterung und für die Erweiterung sind dieses Jahr am Auslaufen, also sie laufen zum Ende des Jahres aus. Und es wurden die meisten Darlehen verlängert, aber eben nicht alle. Und das Coole ist aber, dass wir schon wieder Ersatz gefunden haben und dass ein größeres Darlehen auch bis nächstes Jahr noch verlängert wurde. Und das ist richtig gut, weil wir dadurch natürlich unseren Baubeginn, den wir nächstes Jahr im Frühling, Sommer ja wirklich anvisieren, wo wir aber auch noch einiges brauchen, den dann tatsächlich vielleicht umsetzen können. Wenn das Darlehen fehlen würde, würde die Summe nochmal draufkommen auf das, was wir in Spenden brauchen würden. Von daher sind wir da sehr froh, dass auch das nochmal um ein Jahr verlängert wurde. Dann ging es um das Thema Kalender und Veranstaltungen in 2022. Es wird nicht mehr diesen gedruckten Kalender geben in Papierform. Erstens, weil da sowieso nicht so viele weggekommen sind die letzten Jahre. Und zweitens, weil halt das Ganze auch fluide bleibt. Wir haben aber ja den Churchtools-Kalender, der ist auch eingebettet auf der Website. Das heißt, wenn ihr bei Churchtools reinguckt oder wenn ihr auf die Website guckt, dann seid ihr gut informiert. Und wenn ihr euch für die Info-Mail anmeldet, kriegt ihr auch so für kurzfristigere Änderungen immer nochmal Bescheid. Anschließend gab es noch einen nicht öffentlichen Teil und da verrate ich euch nicht so viel, aber ein bisschen was. Und zwar ist es ja so, dass ich bis jetzt ja KGR-Vorsitzender war. Das war von Anfang an so abgesprochen, dass ich das für 2 Jahre machen werde. Und diese 2 Jahre sind jetzt am Ende dieses Jahres vorbei. Deswegen werde ich dann meinen KGR-Vorsitz abgeben. Und da geht es jetzt natürlich dann auch darum, wer wird es weitermachen. Da haben wir mal drüber geredet, aber da gibt es noch nichts Konkretes. Und ihr werdet dann, wenn es was Konkretes gibt, darüber natürlich informiert, wie das weitergeht und wer den KGR-Vorsitz dann übernehmen wird. Am Ende von diesem Video darf ich im Namen vom KGR einfach noch ein Danke geben an das ganze Hoffnungsfest-Team. Das war richtig cool, wie das Hoffnungsfest stattgefunden hat. Da gab es viel positives Feedback, habe ich ja vorher schon gesagt. Und wir hätten auch gerne jetzt nochmal ein Treffen gemacht, so für die Hoffnungsfest-Teams, weil das Hoffnungsfest ja auch in Endingen stattgefunden hat, in Täbing geplant war, in Dormitting, Dortenhausen auch mal die Überlegung war, ob man es dort macht. Und es wäre super schön, sich jetzt nochmal zu treffen, sich auszutauschen, nochmal gemeinsam das auch zu feiern, dass man das jetzt so hingekriegt hat. Aber es geht halt wegen der Situation leider nicht. Deswegen geht es nicht, deswegen fällt es aus. Das ist schade, das tut auch weh, aber irgendwie jetzt das online zu machen oder ganz lang rauszuschieben, ist irgendwie auch nicht das, was es eigentlich wäre. Deswegen einfach nochmal ein Danke an alle, die beim Hoffnungsfest sich eingebracht haben. In Schönberg, in Endingen, auch in Täbing, Dormitting, Dortenhausen. Und wir haben es einfach als KGR so wahrgenommen, dass wirklich ein Segen drauf lag und dass auch ein Segen davon ausgegangen ist. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt es unten in die Kommentare oder kommt einfach auf jemand vom Kirchengemeinderat zu. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns auch über so Impulse wie, hey, das müsste man mal überlegen oder da müsste man mal nochmal gucken. Und auch so, hey, ich denke, die Gemeinde müsste vielleicht in die Richtung sich irgendwie noch weiterentwickeln. Also sagt ihr gerne Bescheid und betet auch gerne für den Kirchengemeinderat, auch für die ganze Gemeinde, für die Gottesdienste, für alles, was wir machen, weil davon hängt dann doch noch viel mehr ab. Macht's gut und bis bald!